Moin Martin, wie geht es dir? Ja. Na ja, du bist Martin Kirsch, du bist Präsidentin von CEFI ASBL, das zusammen für Inklusion. Und ja, für alle Leute, die du nur gucken und nur lauschen, kannst du also ein bisschen zählen, wie lange geht es CEFI und was das den Hauptobjektiv von CEFI ASBL? Ja, guten Morgen, Joel. Ja, lächer, CEFI geht es los seit über 30 Jahren schon an CEFI zusammen für Inklusion. Wir setzen uns an für Kanner, Juncker, auch mal mit Großleuten, heißt du eben für die Inklusion. Hauptsächlich setzen wir uns an für die Inklusion an der Schule weiter zu treiben. Also, das Kanner können dann normal Schule gehen und du auch die nötige Unterstützung kriegen. Mehr aber auch, dass sie können dann Sozialen, am Sport, am Loisir können die holen, gerade so wie die, all die anderen Leute eben auch. Schule nun, die hat ziemlich viel Demanden, dass du viel Leute sich dann um CEFI wendet, weil sie Informationen brauchen oder weil sie Unterstützung brauchen. Wie gesagt, das dann so im Praktischen aus. Ja, wir haben effektiv viele Familien, wo sich bei uns melden. Hauptsächlich, leider Gottes, es nicht klappt, ne? Wo die Familien dann eben sich bei uns melden, dann Informationen fragen, dann auch Beratung, dann einfach auch fragen, so oft Begleitung, weil sie sich dann noch allein gelassen fühlen. Ne? Das nur aber auch nicht nur immer just die konzernierten Familien sind auch immer mehr eigentlich professioneller, auch die sich bei uns auch melden, für Informationen zu kriegen. Interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass als CEFI dir auch ihr ganz viel UN-Konvention über die Rechte von Leuten mit einer Behinderung beschäftigt und dadurch sicher ein Outil ist, den CEFI regelmäßig dann gebrauchen möchte. Ja, wie steht CEFI zu der UN-Konvention an? Hat das auch eine Veränderung gebracht, seit wir auch die Plan d'Action Nationaux haben für die Umsetzung von der UN-Konvention? Sind Sie da zufrieden oder denken, dass müsste mehr gemacht gehen? Ja, wir sind ganz froh, dass es die UN-Konvention gibt. Wir mussten aber leider oft feststellen, dass die UN-Konvention hauptsächlich um Papier besteht, aber nicht so richtig an Praxis umgesetzt wird. Und wir haben noch mitgeschafft, wo für den neuen, also den zweiten Plan d'Action 2019-2024 auszuschaffen. Da waren wir mit dabei, hauptsächlich dann eben noch, was die Education überlangt tut. Und leider Gottes, wo der Plan d'Action dann endlich am Anfang 2020 vorgestellt ging, haben wir da müssen feststellen, dass aber ganz viele Punkte, die an dem Gruppe de Travail von der Education beschwert gingen, abgeworfen sind, leider nicht am Plan d'Action stimmen. Also, was von der Education eben aus sich steht sich gut weiter dran, außer dass die Formation besser muss sein, für die Professionellen, für die Enseignants und die Educateure. Aber irgendwie andere Sachen, wo das ganz lo Kind wirklich besser unterstützen können, dann Plan d'Action. Da waren wir ein bisschen enttäuscht drüber. Natürlich, also die Kurven, also da ein ganz drei Punkte, die ausgeschafft gesehen. Das bedeutet ja dann, dass von vielen Punkten ausgeschafft kaufen. Noch ein ganz drei Sachen gehen, die müsste gemerkt gehen, umgesetzt gehen, für die Inklusion um Niveau von den Schulen besser vorgehen. Ja, ich meine, für ungefähr 4 Jahre, als ja da aber eine relativ bahnbrechende Änderung kommt, auf jeden Fall um Papier, mein Kehr. Die Diffen gehen ja sozusagen aufgeschafft und ersetzt durch Zentren der Kompetenzen. Hat das dann zum Beispiel nicht wirklich etwas gebracht? Geht die Inklusion noch einmal schwierig führen oder wie seht ihr das dann als CEFI? Ja, du siehst jetzt also für 4 Jahre, als das neue Gesetz da kommt, mit den Zentren der Kompetenzen. Und boah, ich denke, der gute Willen war wahrscheinlich beim Minister Maistu.
für die Inklusion dummert für uns zu treiben, die Realität sieht aber leider anders aus. Dass, wir haben die Impression, dass wir noch als ganz viel suchen, weil die ganze Situation sich an unseren Einrichtungen verschlechtert tut. Und das könnte teilweise auch dadurch, dass ein immens administrativen Aufwand eigentlich noch dabei kommt. Das immens viel Zeit hält und das heißt dadurch, also du so viele Instanzen involviert und das dadurch, wo ganz viele Observationen gemacht, Evaluationen, Rapporten, muss Diagnostik, muss halt, muss du und so etwas versprechen, die muss voilà, die Hälfte, die könnte man schnell bei Kant, aber durch die ganzen administrativen Aufwand dauert das eigentlich viel, viel mehr lang. Bis zu beim Kranken, also wir haben Fälle, wo das wirklich halt ein Jahr dauert, bis kann den Prison schafft. Und das ist einfach dramatisch, fand ich. Und was eben auch, wo man ganz enttäuscht, wenn man dem Gesetz, dass eben auch, dass man nur die, was früher die lief, das sind das Zentrum der Kompetenzen, das sind das Zentrum der Kompetenzen, und dass man da immer noch, ich spanne mal, dass das ein bisschen eine Umbenennung von der EDIF. Als Schutz ist noch nicht so viel geändert. Und en plus sind ja auch noch immer Spezialklassen an den Centres de Kompetenzen da noch. Ne? Wart eben immer nach dem Echappatoire, als für ganz viele Enseignants, die dann einfach so mal kommen. Kannst du eine andere Möglichkeit bei mir in der Klasse, das ist aber kompliziert, dann schreibt mit Tino Dorsch, da können wir ja einfach Fleisch auf die Weg gehen. Und du, was entsteht, oder hast eben auch immer auch den Druck auf die Eltern, du, wo da gemacht wird, ne, für jetzt kommt dann eben an Spezialklassen zu dirigieren, an das geht noch immer bis zum Signalement. Das ist wirklich ganz, ganz traurig. Und bei so Fall von Signalement oder so, denken ich dann, dass die Älteren sich können zum Beispiel uns sehr viel richten, für die nötige Hilfe und Unterstützung zu kriegen, für dann aber da eben den Rest von ihrem Kind aber gültig zu machen. Also gültig. Ja, natürlich. Also, wir haben dann die Eltern, wir haben so Fälle leider auch am Moment, an, ja, wo die Eltern sich dann noch gemeldet haben. Und, ja, ich meine, das ist aber nicht wie. Ne? Ich meine, boah, das ist auch immer etwas, was der Minister eigentlich sieht, dass so etwas nicht so kommen wie leider Gottes, als das. Das ist ein bisschen so, die Nähe spielt die Männer den Ball zu. Ne? Also, das könnte nur nicht, Signalement könnte nicht nur unbedingt vom Ministerium, von der Direktion oder von einer Show, von einem Enseignant. Und das ist ein bisschen dann der Ministerium, die das dann darüber nie im Courant, was man dann auch ein bisschen eins komisch fanden. Aber das leider Gottes ist das aber noch immer der Fall. Also, den Druck ist noch immer da, die Eltern sind noch immer unter Druck gesetzt. Und was ganz oft das, dass so ein bisschen, dass sie probieren für die Stadt und durch eine Skolarität mixt. Also, ja, kommen dann tauschen von der Zeit, so kann dann eine Spezialschule, die andere Hauptschule kann dann an der Schule. Aber auch wissen wir von Familien, wo das dann zum Beispiel gemacht wurde, den Druck geht dann aber weiter, bis kann dann finalement einfach ganz an der Spezial. Und das ist, ich meine, wir haben die UN-Konvention an Schiffrin, mit Recht an Schulz zu wohnen, an Schiffrin, soll, muss, kann dann auch da unterstützt gehen, wie er braucht, und das muss aufhören, dass immer den Druck da gemacht wird, an den Echappatoire, das kann dann an den Akt gedrückt werden. Ja, also du viel Arbeit für Zefi, wie ich das so höre, und wie es ja so rauszuschielen da schaut ihr noch für eine gute Zeit ab, bis das dann wirklich alles so funktioniert, dass ihr von einer realen Chancengleichheit an Inklusion schwätzen kann. Die hat den 24. März um 20 Uhr die Assemblée Générale von CFI an der Reunionszahl von Info Handicap 65 auf Nuit de la Gare. Du hast, denke ich, jeden Verein willkommen, den sich interessiert, dann noch vielleicht mehr will gewohnt gehen über die Arbeit von CFI. Vielleicht auch interessiert, wie er Mat zu schaffen. Ich denke, dass CFI nicht traurig wäre, wenn du noch ein paar Leute sich geben, der Bewegung ausschließen, so eine Jumbo an Hängern zu packen. Wo oder
ja, wo Kinder noch Leid gebraucht gehen, was ist CEFI für seine Reihen zu unterstützen? Ja, aber ich meine, wir sind ja lauter Benevolen offen. Also, wir sind über alle Hölf ganz froh, sowohl ich Punkt, dass wir wirklich für ein Sekretariat doch ein bisschen zu helfen. Wir auch. Ich bin auch froh, also, weil Leute für Mathe helfen, einfach für die Beruhigung zu machen. Oder das oft heißt du am Telefon schon, wo die Leute kann viel weiterhelfen, wenn man vielleicht den einen oder den anderen danach geben, an die Kippe dabei gehen. Kreieren. Ich will doch so, also wenn ich nicht kann kommen selber auf das Assemblée Générale, da kann ich sich auch über Zoom do mal beischalten und du kann ich das einfach aufrufen auf info@cefi.lu. Da kann ich das doch eben mal verfolgen. Ja, ja. Ja, natürlich, wir werden noch den Link für die Zoom-Sitzung unter diesem Video zur Verfügung stellen, sodass dann die Leute, die es nur geguckt haben, auch direkt die Möglichkeit haben, sich dann anzuschalten, wenn sie Interesse haben. Nur für die Leute vielleicht ein bisschen Dank zu holen. Es muss ja kein Spezialist sein, kein Jurist sein oder kein Avocat sein oder für da mal zu schaffen. Ich denke, dass auch wenn einer einfach gute Willen und wirklich Interesse hat, für sich da anzubringen, den sich ruhig kann melden und dass dann auf die ganze Know-how von der Equipe, die schon besteht, wird können zurückgreifen. Also du brauchst keine Angst zu haben. Ne? Genau, genau. Ja. Gut, gut. Na ja, dann wünschen wir euch viel Erfolg bei der Assemblée Générale und hoffen wir, dass den einen oder anderen dann sich ausschließt. Ne? Und ja, merci für das Gespräch. Vielmals merci, Joel.